Hallo miteinander, ich bin Nadine und heute möchte ich mit dir darüber reden, wieso das ein Kind beißt. Aus welchen Gründen kann es sein, dass das Kind zubeißt? Kann das sein, dass das Kind beißt, einfach weil es hässig ist? Oder vielleicht auch, weil es hilflos ist, weil es nicht mehr weiter weiss? Ich habe das Gefühl, ich habe schon oft beobachten, dass Kinder gebissen haben, weil ihre Grundbedürfnisse nicht befriedigt worden sind. Zum Beispiel, wenn ein Kind Hunger hat oder wenn es müde ist, dass es dann irgendwie die Frustrationstoleranz immer geringer wird und dann auch zubeißt, um auch auf sich aufmerksam zu machen. Hey, ich habe Hunger, hey, ich bin müde, ich habe jetzt keine Lust mehr, es nervt mich alles. Oder vielleicht beißt es auch, das sieht man auch öfters auf dem Spielplatz, wenn sie um Spielsachen streiten und dann zubeissen, entweder um den Konflikt zu gewinnen, so zu sagen, dass dann das andere Kind Angst hat vom anderen, der gebissen hat und aus dem Weg geht. Oder auch, weil sie sich vielleicht noch gar nicht verbal ausdrücken können und irgendwie einfach auch keinen Weg finden, um eben einen Konflikt anders zu gewinnen, ohne Gewalt. Ja, eben, um den Ärger auch zu zeigen. Babys nehmen ja Gegenstände ins Maul und beißen drum herum. Das ist jetzt nicht so, dass die eigentlich beißen aus so emotionalen Gründen oder auch, weil eben Bedürfnisse nicht gestillt sind oder so. Babys nehmen die Sachen ins Maul und beißen drum herum, um die mundmotorischen Erfahrungen zu machen. Und das ist auch noch ein Grund, wieso es kann sein kann, dass Kleinkinder eher beißen. Weil sie vielleicht als Baby die mundmotorischen Erfahrungen zu wenig haben können, wollen, dürfen machen. Weil, keine Ahnung, weil sie es einfach nicht interessant gefunden haben, um Sachen ins Maul zu nehmen und darauf herumzuquetschen. Oder vielleicht auch, weil die Erziehungsberechtigten die Sachen wieder aus dem Maul genommen haben, weil es halt ja, nicht gewusst worden ist, wieso dass das ein Baby macht. Genau. Ja. Es ist auch ein sehr häufiger Grund, was eigentlich ein schöner Grund ist, aber den geliebten Eltern gleich Schmerzen zu bereiten. Es ist auch häufig so, dass Kinder auch aus Liebe bissen, also sogenannte Liebesbiss. Ja, ich habe mir jetzt auch ganz viele Gedanken gemacht, was man denn machen kann, beziehungsweise wie man auf so bissende Kinder reagieren sollen. Und ich werde da auch noch ein Video dazu machen und werde es euch dann hier verlinken. Ich wünsche euch jetzt ganz einen schönen Tag. Macht's gut. Tschüss miteinander.